Die Welt scheint so fest zu sein. Ne? Also wenn wir hier sitzen, die Dinge sind so massiv mit Bänden und Boden und Meer und das. Aber das ist eigentlich unwahr. Also wir sind auf einem Planet, die so 24 Stunden in sich dreht. Das muss eine Geschwindigkeit von 40.000 Kilometer die Stunde haben, ne? Um das zu schaffen. Und dann noch dazu drehen wir um die Sonne. Mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von, glaube ich, 280.000 Kilometerstunde. Es ist überraschend, dass wir noch auf die Oberfläche kleben bleiben. Und dann schießt die Sonne irgendwo so weg aus der Galaxie. Und dann die Galaxie selbst wird ausgefeuert aus dem großen Urknall. Also das ist schon mal so in diesem großen Bild. Es ist dieses Gefühl, dass alles so still um uns herum ist, ist dann gar nicht da. Nicht? Und dann andererseits, ich sitze hier, alles bewegt sich. Das Haus ist ein Naturgegenstand. Es ist einfach so vor einigen hundert Jahren vielleicht nicht hier. Und der Raum ist sowieso nicht, wie es jetzt ist. Und der Stuhl ist nur seit einer halben Stunde hier. Und ich seit einer Minute. Ich bewege mich konstant. In meinem Körper bewegen sich Billionen von chemischen Reaktionen in dieser Sekunde. Also in diesem Instant. Das ist einfach so. Wenn man die Oberfläche schaut, ne, man sagt, oh, das ist wirklich was. Was das eigentlich, das ist nur Energie, die die Oberfläche so aufrecht hält. Das ist nur dieses ganze pulsierende energetische Zustand, den wir haben. Eigentlich so, wenn es nicht bewegt gibt, wenn es keine Energie gibt, dann alles liegt ganz platt und wie Staub auf dem Boden. Und das ist dann natürlich, aber alles, was sich ein bisschen so aufsteht, aufragt, ne? Also Menschen sowieso, wenn wir die Energie aufbringen durch unsere physische Energie oder mentale Energie, uns aufzurichten und zu bewegen, oder Pflanzen, die von der Energie von der Sonne aufstehen, wachsen, oder Kristalle in andere Formen, Gesteine, die durch chemische Reaktionen, die auch Energieformen, Bewegungen sind, wenn man will, nicht? Bewegung ist einheimlich wichtig. Ohne. Aber das heißt, so auf Englisch kann man sagen, Bewegung heißt Motion. Ne? Aber der Grund, dass wir etwas machen, ist immer ein emotionelles Bedarf. Emotion verursacht Motion. Das ist sehr schwer, weil man kann Kunst irgendwie nicht ans Mann bringen. Ne? Also ich würde das auch nicht wollen. Ich kann nur sagen, es gibt kaum was Interessanteres. Also in der Tat, ne, die Kunst ist dann nicht nur so etwas, der die Welt ein bisschen schmuckt. Ne. Künstler werden Künstler, meistens, weil sie unzufrieden sind mit der Welt, wie sie es vorfinden. Und die wollen was ändern. Die wollen ihre eigene Welt machen oder malen. Ne. Irgendwie, es ist die eine richtige Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Alles andere in unserer Gesellschaft wird von großen Organisationen oder Gruppierungen organisiert. Ne? Und wir sind dann nur so irgendwie das alles ausgesetzt. Kunst ist irgendwas, dass man Individuen, ne, einzeln, ich, sie, alle diese Menschen können individuell bestimmen, irgendwas, nicht die ganz große Bild, aber es gibt eine Sicht der Welt, eine individuelle Sicht der Welt. Und diese viele, viele individuelle Sicht der Welt ist etwas ganz Spannendes. Das also, weil dann versteht man, wie andere Leute die Welt sehen. Man versteht, wie sie das verstehen. Das ist ganz unheimlich spannend und wichtig, finde ich. Nicht? Und das ist vielleicht der Reiz. Und keiner weiß, egal was in der Vergangenheit gewesen ist, für junge Leute, ah ja, Kunst, das war. Leonardo da Vinci, war Picasso, war Joseph Beuys. Wenn Sie so ein bisschen Kenntnis davon haben, dass es irgendwie alles gewesen ist. Ne? Aber kein weiß, wie Kunst morgen aussieht. Und das ist fantastisch. Und das könnt ihr euch eigentlich bestimmen.